Also, Sie sind am Dach gestanden und haben die Dame nachgesehen. Aha. Und Sie auch. Auch. Und Sie auch. Ja. Alle drei habt ihr die Dame nachgesehen. Aha. Sauber. Signore, per favore, un momento. Da schaut man doch nicht hin bei sowas. Ja, bitte. Io sono Giuseppe da Dalatino, Palermo. Du verste? Nein, ich kann leider kein Italienisch. La mia borsa è stata rubata con 200 marchi e mio passaporto. Wissen Sie, mein Italienisch, das langt nur zum Essen. Nicht? Mio passaporto. La mia borsa. Kennen Sie nicht Deutsch? Deutsche? Un poco, kleine. Ah, besser. Arbeiten Sie hier in München? Sie, ich arbeite in München. Seit wann? Seit fünf, sechs Monate. Oh nein, da kann ich schon ein bisschen besser Deutsch sprechen. Ah, ja, schon wieder. Sie, Signore. Du, der Magister schon da, wegen einem Portemonnaie redet immer. Ja, aber ich kann doch keine Verlustanzeige aufnehmen, wenn ich nicht weiß, ist ihm gestohlen oder hat es verloren? Oder? Wenn er ruft, die Dolmetscherin her. Ja, Dolmetscher muss er sein. Con 200 Marchi. Haben Sie Angehörige hier? Familie, Frau, Kinder? Frau, Sie, Bambini, piccole. Kann die Frau Deutsch? Oh, gute Deutsch, Frau. Na gut, dann bringen Sie doch Ihre Frau mit. Frau, arbeite. Ja, das macht nichts. Arbeite Sie uns bitte. Ja, das macht nichts. Wir haben Tag und Nacht geöffnet. Ja. Holen Signorina, avanti. Gut, immer. Bringen Sie Ihre Frau. Sie. Avanti. Jo, holen Frau. Ja, bene. Grazie. Was muss ich, dass du nicht als halber der Tiroler ein bisschen Italienisch bist? Ich will gerade avanti gesagt. Buongiorno, Signora. Ja, bitte gehen Sie vor. Prego, Signora, wollten Sie noch was? No, grazie. Sì, un momento. Sì. Giuseppe, sì. Allora, un momento. Anna, was ist denn hier los? Oh, Chef, bitte, kann ich gehen zu meinem Mann, sprechen mit Polizier. Giuseppe, nix verstehen Deutsch. Wann jetzt? Das ist unmöglich. Sie wissen doch, wir haben eine große Reisegesellschaft zum Essen. Sì, wie viele Uhr ich kann gehen? Wir haben jetzt 5 Uhr. Frühestens um 8. Ah, va bene. Pronto, Giuseppe. Das glaubst doch nicht. Fast eine halbe Seite Schmidt mit DT Peter gibt's. Was ist er vom Beruf, haben Sie gesagt? Geiger? 1971. Er war mit seinem Orchester auf einer Gastspiel. Wie sagt man? Gastspielreise. Auf eine Gastspielreise durch Ungarn. Und dann ist er noch zweimal bei mir in Urlaub gewesen. Ja, aber ich weiß ja nicht, welcher von denen Schmidt, Peter, ein Geiger ist. Die drucke ja keinen Beruf mehr nein. Bitte. Ich habe mich so darauf gefreut, ihn wiederzusehen. Aber jetzt, ich glaube, das Suche ist sinnlos. Nein, den finden wir schon, ihren Geiger. Frau, jetzt weiß ich Ihren Namen nicht. Ferenczi Bekeshaza, Maria, aus Bspeglanati. Fekeshin, Pekin, Chef. Nochmal. Ferenczi Bekeshaza, Maria, aus Bspeglanati. Ich sag Maria, wenn's recht ist. Bitte. Sie geben sich solche Mühe. Aber ich glaube, das ist zu schwer. Nein. Für die Münchner Polizei ist nichts zu schwer. Was war das für ein Orchester, mit dem der Herr Schmidt damals nach Ungarn gefahren ist? Bayerischer Sinfonieorchester. Aus München. Hm. Was meinst du? Wenn wir da mal anrufen, vielleicht wissen die was. Ja, ich glaube, der spielt in der Staatsoper. Moskrever? Ja. Such die Nummer von der Oper. Du, Helmut. Was ist denn da mit der Knöbelstraße? Die ist da weg. Die haben's da abgerissen, die ganze Häuserzeile mit den Ungarner Hausnummern. Ah ja, jetzt kann ich mich erinnern, das war damals, wie die den Altstadtring gebaut haben, gell? Mhm, genau. Sagen Sie, geschrieben hat er Ihnen nicht irgendwann einmal, dass er umgezogen ist? Nein. Weiß er auch nicht, dass Sie hier sind? Nein, Peter. Er hat alles bedeutet für mich. Meine Liebe. Ganze Hoffnung.
wenn wir zusammengeblieben wären. Bitte, ich hätte nicht mehr verlangt von Leben. Verstehen Sie? Und jetzt, ich bin hier, in seiner Stadt, bis morgen. Ich muss ihn doch finden. Ja. Nein, vielen Dank. Bitte. Ja. Na, was sagst du jetzt? Wir haben ihn. Ich stelle. Was soll ich machen? Ja, hinfahren oder wollen Sie jetzt plötzlich nicht mehr sehen? Doch, doch. Besser, ich rufe vorher an. Ja, das ist vielleicht immer ganz gut, wenn sich Leute längere Zeit nicht gesehen haben. Aber anrufen können sie nicht, der wohnt da in Untermitte. Heindl, das übernimmst du. Ist niemand da? Oh, bitte. Ich hab noch gar nicht geklingelt. Ja, dann klingel's halt. Ich warte schon. Schwerbung 0115. Ja, Franz. Ja, wir haben ihn schon gefunden. Du hast ihn aufgegangen und du, wenn es länger dauert, dann bin ich gleich wieder da. Okay. Ja, servus. Hallo? Ist da jemand? Wieder die Kinder. Ja? Ich stelle. Erkennst du mich nicht mehr? Maria. Ist das denn? Maria, aus Duisburg, leider nicht. Susanna, wo kommst du denn her? Peter, ich wollte schon viel früher kommen. Seit wann bist du denn in München? Seit heute. Wir sind nur einen Tag hier. Wer? Wir? Reisegruppe. Wir sind mit einem Bus hier. Maria, ich kann es doch gar nicht richtig glauben. Sagen schnell, Polizist, der mich hat hergebracht. Peter, es ist gleich 6:30. Du musst noch einkaufen. Ja, sofort, Edith. Entschuldige bitte einen Moment. Und vergiss die leeren Flaschen nicht. Nein. Wir warten da an der Tür. Erzähl ich dir später. Wiedersehen. Beeil dich. Du musst mir noch... Entschuldige bitte, Maria. Ich hätte dich gerne reingebeten, aber Edith, Frau Konrad, meine Freundin. Naja, wir leben zusammen. Entschuldigen. Ich habe euch schließlich, wie sagt man, überfallen. Ach nein. Ich freue mich doch, dich wiederzusehen. Ich habe dich zuerst gesucht auf deine alte Adresse. Ach, ja, das alte Haus gibt es nicht mehr. Wie hast du denn meine neue Adresse gefunden? Die Polizei hat mir geholfen. Beamte von
Polizeiinspektion 1. Gerade heute geschlossen haben. Man sitzt sonst sehr nett hier, weißt du? Lass nur. Du hast ja auch nicht viel Zeit. Ja, ja. Du hast recht. Die Läden schließen um 6:30. Bist du oft hier? Hin und wieder. Nicht sehr oft. Es muss schön sein hier, wenn es lebt. Junge Menschen, elegante Leute. Auf dem Weg in Opera oder in ein Restaurant. Gut gelaunt. Man kann ihnen zuschauen. Ach, weißt du, so ist das auch nicht immer. Du hättest es mir beschreiben können. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Nicht in Worten. Aber einmal, du hast es gekonnt. Du hast einmal zu mir gesagt, ich... Bitte, Maria. Wenn du mir nur einmal geschrieben hättest. Ich wollte niemandem wehtun. Ja, das glaube ich. Du hast nicht wehgetan. Hoffnung, wenn sich nicht erfüllt, tut weh. Ich habe mich an Hoffnung festgehalten. Maria. Geh jetzt, Peter. Bitte, du hast keine Zeit mehr. Leb wohl, Maria. Braucht sie irgendwas? Soll ich was mitbringen? Brauchst du was? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Danke. Bis später. Gute Zeit. Maria, was machen Sie denn hier? Sag einmal, das gibt's doch nicht. Jetzt weißt du überhaupt nichts mehr. Name vom Hotel, Adresse, nichts mehr. Ja, weißt, eigentlich ist ja dieser Fall fürs Fremdenverkehrsamt oder Sozialreferat oder Caritas oder so. Ja, na, bitte fahr's halt nur ein bisschen rum in der Innenstadt. Vielleicht erinnert sie sich an was. Heute ist ja sowieso nicht so viel los. Richtig, Ende. Leid gibt's, du. Stell dir vor, jetzt weißt du nicht einmal mehr, wo es wohnt. Ja, in Ungarn. Nein, München da. Hotel weiß nicht mehr. Name, Adresse, nichts mehr. Ja, ich hab gemeint, die hat sich einen Geiger hinwollen. Ja, ja, da war's ja. Aber der hat's anscheinend so verwirrt, dass nichts mehr weiß. Nur mehr Innenstadt. In Dunkel. Stadt sieht ganz anders aus. Wisst ihr eigentlich, wo sie jetzt da stehen? Das Isartor. Das ist ein altes Stadttor. Auch so klein war München mal. Seit hier hat München aufgehört. Da sehen Sie zwei Türme, den einen da. Den Turm. Und in dem Turm ist das Valentin-Museum. Karl Valentin, haben Sie von dem schon mal was gehört? Nein. Ah, das war
ganz ein beliebter Münchner Volksschauspieler. Original. Komiker. Also wissen wir, was ein Komiker ist. Das ist einer, der die Leute zum Lachen bringt. Ja? Ja, so ähnlich. Ja, und der ist eigentlich erst richtig berühmt geworden, nachdem er gestorben ist. Ja, das ich kann mir ansehen, wenn Reisebus fort, ohne mich. Ah, Frau Maria, Sie müssen überhaupt keine Bedenken haben. Wir finden Ihre Reisegesellschaft, wir finden auch Ihr Hotel. Kérem, figyeljen ide, a holnapi menetrendet mondom el Dachau látogatását. Ja, das ist mein Hotel. Wirklich? Sind Sie sicher? Ganz bestimmt. Das ist mein Hotel. Das ist hier wie, wie heißt Kapu, Portal und enge Gasse und Blumen. Ich verstehe schon, Frau Maria, was Sie meinen, aber schauen Sie, das ist ja eigentlich ein Hotel, wo prominente Leute, also von der Oper, Sänger und Nein, Schauspieler, guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend. Was Gott. Na ja, also gut, dann schauen wir doch mal rein. Ist was passiert? Nein, nein, ich weiß nicht. Kommandante, aha, ist jetzt da die fleißige Frau? Wir wollen ja haben. Freut mich, Herr Schäfer. Grüß Gott. Setzen wir uns da her. Nehmen wir Platz. Grazie. So, und jetzt erzählen Sie mir mal, was alles passiert ist. Mein Mann hat verloren gestern Portemonnaie. Moment. Erst einmal die Formulare. Ohne Formulare gibt bei uns gar nichts. Und das zweifach, sonst wär's zu einfach. Na? Ah, Fehlanzeige. Ich bin so dumm, ich schäme mich so. Bitte entschuldigen. Regen Sie sich nicht auf. Einen Moment, ich komme. Wir finden Ihr Hotel schon, wir haben noch alles gefunden. Die ungarische Reisegruppe nicht nachgefragt. Bin ich? Moskrover? Ja. Hat die ungarische Reisegruppe nachgefragt? Nein, Franz, bis jetzt noch nicht. Also, das begreift kein Mensch, jetzt ist Dreiviertel Nein. Das musst du irgendjemand spannen, dass die Frau abgeht. Was ist mit Präsidium? Wissen die Bescheid? Du, die ganze Münchner Polizei weiß Bescheid. Breiko, bitte! Einen Moment, ich komm gleich. Hat sie schon was gegessen? Ja, ich habe überhaupt keine Hunger. Kommandante, Breiko! Einen Moment, ihr habt auf sie gewartet, jetzt müssen sie auf mich warten, ne? Diese Frau sucht ein Hotel. Ja, ja, das heißt, nein, ich meine, sie hat ein Hotel, aber sie weiß nicht mehr, wo es ist, aber das verstehen sie doch nicht. Hotel Arosa. Arosa? Was? Diese Frau ist in Hotel Arosa. Wo arbeiten mein Mann und ich? Sie, sie, Arosa. Kein Moosgröber, das gibt's doch nur im Film, aber doch nicht echt. Giuseppe ist Ausdiener im Hotel Arosa. Sie, sie. Wenn heute Morgen arbeiten, er sehen Frau kommen mit Bus. Sie, sie. Natürlich. Hotel Arosa. Jetzt weiß ich wieder. Ja, mille. Moosgröber beherrscht dich. Ja, ist ja wahr. Ah. Da verkehrt er tagelang bei uns und sagt nichts, dass er sie kennt. Meine Mann nichts sagen, weil nichts verstehen. Nichts verstehen. Niente, das ist. Gössene. Gössene, Fräger. Ja, natürlich fasst das. Ich schreibe Ihnen auf meine Adresse. Sie kommen alle mich besuchen in Ungarn? In Bispegladenitz. Ja. Und wenn Sie heimkommen sind, dann schreiben Sie uns eine Karte, dass wir wissen, dass Sie Ungarn gefunden haben. Ja, das verspreche ich. Ach, Sie waren alle so grüßen, und Ihnen, ach, ganz besonders. Ja, wir fahren in den Auto, das passiert gar nicht. Danke schön, danke. Ja, sofort. Die Rechnung für die ungarische Reisegesellschaft. Dankeschön. So, bitte sehr. Danke. Angenehme Reise. Danke. Wann reist ihr? In einer halben Stunde. Nochmals angenehme Reise. Dankeschön. Wiedersehen.
So, Herr Schmidt, jetzt passen Sie auf. Hotel Arosa, da geht's vom Isartorplatz vor, Richtung Marienplatz, erste Straße rechts. Ja, können Sie gar nicht verfehlen. Ja, vielen herzlichen Dank, ich weiß Bescheid. Vielen Dank. Ja, ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Der Geiger war da, der ominöse Schmidt. Ah, was wollte er denn? Der Dress vom Hotel, auf einmal. Was ist denn das für? Gar nichts Besonderes, ganz normal. Wo die Frau an dem findet, für den. Ja, mei, wo die Liebe hinfällt. Ja, oder? Er hat sich's überlegt und will, dass sie jetzt doch da bleibt. Also, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie jetzt nicht mehr morgen zurückfährt. In Ungarn gibt's auch sehr gute Geiger. Bitte, wo? Ich kann einen Brief.